Hallo zusammen, so, da wir im Stream die Sache mit der Schuppaste nicht wirklich gut machen können, weil das Ganze 24 Stunden durchtrocknen muss, haben wir uns gedacht, wir machen ein kleines Video, um euch zumindest zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, damit man das mal nachvollziehen kann. Und darum fangen wir jetzt wirklich bei dem Step an, hier in dem kleinen Bastelkeller, in dem wir gerade sind. Und der Siegfried, der filmt mich übrigens gerade, wie wir das Ganze anrühren. Und das ist sozusagen das Objekt unserer Begierde dann jetzt. Wir haben dann jetzt hier also so eine schöne alte Gurkenschüssel, so eine alte Gurkenjar, so. Da ist jetzt ganz viel Bastelmüll drin. Das bedeutet, da ist ganz viel von dem Kork mit drin, was übergeschlossen ist. Dann Bastelteile, wir haben hier Korkreste nochmal drin, so ja, Woodchips, also quasi ein bisschen Holz. Papageiensand ist sehr sinnvoll für alle möglichen Basearten und kombiniert mit Vogelsand. Auch eine sehr, sehr schöne Sache, weil man dann hier ein bisschen gröber und ein bisschen feiner das Ganze hat. Und dann kommt letztendlich ganz viel schwarze Farbe mit rein. Und das machen wir jetzt gleich mal direkt, weil das ist wirklich der Hauptteil. Da kann man natürlich alles Mögliche nehmen. Man muss nicht unbedingt die schwarze Farbe nehmen, die da für mich einfach als Grundierung für Schutt am besten funktioniert, weil das Ganze ja dann hauptsächlich grau wird. Darum ist das Schwarz ganz gut. Aber da kann man natürlich auch von sich aus schon einen Grau nehmen oder einen Braun oder was auch immer man dann für sowas haben will. Dann kommt ganz viel Holzleim mit rein, kommt hier. Und der sorgt nochmal dafür, dass das Ganze extrem verhärtet und am Ende sich kaum noch bewegt. Und tatsächlich habe ich hier, wenn man es jetzt mal so sieht, im Grunde genommen eine Mischung von 2 zu 1. Also zwei Teile Farbe, ein Teil Holzleim. Und um das Ganze noch ein bisschen flüssiger zu kriegen, kommt dann jetzt noch ein bisschen frisches Wasser mit dazu. Einfach als Verdünnung für die Farbe. Und damit das Ganze ein bisschen einfacher zu machen ist. Und dann wird das Ganze schön verrührt. Warum mache ich das hier in so einem dicken Gurkenglas? Ganz einfach, weil das eine ganze Menge ist. Und ich einfach festgestellt habe, dass wenn ich zu viel davon gemacht habe, dann wäre das ja schade, wenn man das Zeug dann in die Mülltonne kippen muss. Übrigens natürlich niemals in den Abfluss kippen, weil mit dem ganzen Holzleim dazwischen lagert sich das überall ab, mit dem Sand und sowas, und dann hat man sehr schnell den Abfluss voll. Also insofern mache ich dann nämlich einfach das Gurkenglas am Ende zu, wenn ich fertig bin, und da das so feucht ist, das ganze Zeug, hält sich das dann eine Ewigkeit. Und das bedeutet, man kann es einfach immer wieder für verschiedene Projekte benutzen. So, und jetzt zeigen wir einfach nochmal kurz, wie ich das auftrage. Den Rest seht ihr dann bei uns im Stream, wenn es dann fertig ausgetrocknet ist. Aber ich nehme mir jetzt natürlich keinen Pinsel, weil den brauche ich dafür nicht, sondern einfach im Grunde genommen so einen Spatel. Und jetzt kommt das Ganze hier auf die Ruine drauf. Und da habe ich jetzt hier, wie man schon sieht, da hatte ich ja so Styrodurteile vorbereitet, die hier sozusagen als Fundament gehen, damit es so ein bisschen aussieht, als wenn der ganze Schutt sich da jetzt wirklich lange sich da aufschichtet. Und jetzt sieht man das hier natürlich, das sieht noch alles sehr ausgefüllt aus. Das ist alles das Wasser, was da mit drin ist, und die Farbe natürlich. Aber wenn das wegtrocknet, dann bleibt nur noch im Endeffekt eine farbbeschichtete und mit Sand ausgestattete Schutzschicht übrig. Und das ist genau das Ergebnis, was wir damit haben wollen. Ja, und damit wird jetzt im Endeffekt einmal rund um die Ruine gearbeitet. Das heißt, hier alles schön eingebaut, sodass man keine wirklich großen freien Flecken mehr hat. Und man auf diese Art und Weise dann schön zu einem Schuttfeld kommt. Und es geht hier einmal rundherum sozusagen, einmal komplett um die Ruine. Hier rein kommt ein bisschen was. Überall, wo einem im Endeffekt vorkommen könnte, dass hier Schutt gefallen ist. Das heißt, man orientiert sich natürlich daran, dass man sagt, hier waren die Mauern. Darum ja hier die große Mauer, die eingekracht ist. Hier sind die Mauern, die eingefallen sind. Also alles, was letztendlich irgendwo drumherum ist, da sammelt sich der Schutt an. Und da kommt das Ganze dann rein. Und wie es dann bemalt wird, das sieht man dann auf jeden Fall im Stream. Aber das muss aufgrund dieser Dichte natürlich nur weiter durchtrocknen. Ja, so viel dazu.